Ja, und willkommen zu einem neuen Video zusammen mit dem Patrick! Was geht? Und wir haben uns gedacht, wir machen heute ein kleines Osterspecial und ein Außenstehender für uns hat ein paar Lucky Blocks versteckt und wir sammeln die jetzt gleich und machen danach ein krasses Battle. Und ja. Wer halt im Endeffekt gewinnt, der gewinnt Ehre und Ehrenstund und Ruhm. Wir haben gerade eben noch eine Folge beim Patrick gemacht und wie das ausgelaufen ist. Da sieht man auch, wer die Ostereier versteckt hat. Da seht ihr auch, wer die Ostereier versteckt hat und dann seht ihr, wie das bei ihm ausgelaufen ist. Aber wie das jetzt auslaufen wird, das können wir noch nicht wissen. Wir haben 5 Minuten Zeit. Genau. Ich habe eine Stoppuhr. Ich werde die laufen lassen und danach gibt's ein Battle. Und ich würde mal sagen, lass mal hier schon mal 2000 Daumen nach oben da und ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an. 3, 2, 1, go. Go! Okay, okay. Ich hoffe, ich finde jetzt wieder. Ich glaube, diesmal haben wir 5 Blöcke mehr. Oho, Digga. Ah, oh, direkt was gefunden. Direkt auch was gefunden. Oh, what the fuck? Wow! Ja, Digga, ich hab auf jeden Fall schon mal. Alter! Da ist ein Meteorit gekommen! Ja, passiert, Digga. Digga, das war echt hart. Felix ist noch ein richtiger Lucky Blocks Noob, so. Ist halt einfach so. Der lässt sich von so Blumen und so Sträußen richtig gut beeindrucken. Super Spiral Furnace, Junge, was will ich denn damit? Weiß es nicht. Ich hab nur das Gefühl, dass der liebe David sehr viel in Häusern platziert hat. Hab ich auch so langsam das Gefühl. Boah, Junge, also diesmal hat David die auf jeden Fall besser versteckt. Ja, ich hab, Alter. Eine sehr starke. Warte. Nicht wundern, das fährt jetzt von der letzten Folge, Freunde. Also, so, machen wir hier. Ja, die Map ist auch ein bisschen zerstört noch, aber das soll ja eigentlich nicht so schlimm sein. Ja, ist kein Ding. Jetzt fühle ich mich ein bisschen mies, ehrlich gesagt. Ich guck grad mal, ist hier noch irgendwie was drin? Scheiße, Junge. Ich hoffe, ich gewinne das Battle, bitte. Fuck. Also, ich hab bis jetzt auch viel in Bäumen und so gefunden, ehrlich gesagt. Das ist der Fluch vom Haus Anubis, Digga. Sibuna. Ja, wer das noch früher alles gesehen, ey? Wer das kennt, schreibt mal. Junge, ihr seid Anubis, Alter. Ihr seid einfach die krassesten. Aber ihr seid hart oldschool, wenn ihr das kennt. Wow! Ah, was hab ich da gesehen? Keine Ahnung, was das hier tut, aber ich, I'll take the ride. Was hast du denn gefunden? Ich hab einen Rollercoaster gefunden. Aha, ein Rollercoaster. Und was tut der, ehrlich gesagt? Gar nichts. Ja, wow, das ist total die Zeitverschwendung, was ich hier gerade mache. Problem ist, ich habe keine Rüstung. Hast du eine Rüstung? Ja. Mich verarschen? Esel, auf jeden Fall. Ich schwöre es dir. Oh mein Gott. Fuck, Junge. Ja, du hast verloren. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Ich muss doch jetzt noch irgendwas finden. Irgendwas. Ich meine, ich habe schon was, schon genug Dinge gefunden, aber nicht genug genug, weißt du? Hast du schon was, meinen Arschloch zu dehnen? Gute Frage, ne? Gar nicht so familienfreundlich hier, Alter. Nee. Okay, ich bin. Das ist so eine komische Musik, Digga. Ich bin da mal raus, ne? Ah! Lalalala. Du gehst einfach noch ins Nee. Ah! Ah! Also, Junge, der. Ja. Gut. Fällst du gerade ernsthaft ins Nichts? Ja, im Haus ist ein Loch. What the fuck? Wow, Experience. I'm so excited. And I just can't hide it. Ich wusste gar nicht, was ich damit anstellen soll. Nutzen wir mal die Situation. Was machst du da? Ich habe einen gefunden. Noch einen gefunden. Felix, das ist so unfair. Du spielst mit Schmiergeld. Ich spiel mit wie? Was meinst du? Du bist halt unfair. Hä, wie? Ich bin unfair? Wovon redest du? Das ist unfair. What the shit are you talking about? Mann, eine gute ich Idee, hab viel Pech. Hast du wenigstens... Okay, die Zeit ist um. Ich will, dass dieser Creeper verschwindet. Hast du auf Ehren halber eine Rüstung für mich? Ich hab nur Schuhe für dich. Ja, okay, immerhin. Ja, ich will mal kurz für Chancengleichheit sorgen, ein bisschen. Was? Hast du ein Schwert oder nicht? Ja, ich hab eine Waffe, habe ich. Eine gute? Es geht. Okay. Mach mal Clear Entity oder so. Gute Frage. Ich weiß nicht, wie man das schreibt, Digga. Ich bin. Keine Ahnung, Digga. Ich weiß auch nicht, wie ich eine 2 in Englisch kriegen konnte. Oh, shit! Weißt du, was du hattest? Ich weiß zum Glück, was ich hatte, Alter. Boah. Alter! Oh Mann, Junge, das ist echt. Ich bin echt der dümmste Lucky Block Spieler auf dem Planeten. Und ich hatte, ich hatte kein Schwert. Hast du kein Schwert? Ich hatte keine Waffe, leider. Ist ehrlich? Ich hatte wirklich keine Waffe. Ich hatte so ein Spiral Furnace, mit dem ich nichts anstellen kann. Ich wollte mir eigentlich aus dem Diamantblock wollte ich noch 2 Diamantschwerter machen. Dann wäre es ein bisschen ausgeglichener gewesen. Nee, mein Freund, du wirst mit deiner dreckigen Glücksspitzhacke kämpfen. Ah, oh, okay, Alter, dann mal, wo ist die Scheiße? Ja, ich hab doch keine Rüstung, Digga. Hier, wo ist meine Lucky Pickaxe? Da, Lucky Pickaxe. Okay. Ich meine, ist fair. Ich habe zwar meine Sachen geklärt und so, aber das ist im Endeffekt das, was ich hatte. Ja. 3, 2, 1, let's go! Oh, scheiße, Junge.
Wow! Als ob! Er ist so ein fettes Teilpult! Boah, ja, Junge! Mach das Damage, Alter! Mann, ich sehe ja gar nicht so. Wow! Junge! Wie viel Herzen hast du noch? Als ob! Ey, das war mal ultra knapp, Digga. Ja, aber ich meine, ich würde sagen, das war doch eine nette Runde. Für mich zwar ein bisschen fail, für dich sehr erfolgreich. Und falls ihr wissen wollt, wie es bei Petrit ausging, dann guckt doch einfach mal bei ihm vorbei. Der hat nämlich auch eine Folge hochgeladen. Das war nämlich die erste Folge. Da seht ihr auch, wie die Lucky Blocks verteilt wurden im Endeffekt. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und guckt auf jeden Fall beim Peter vorbei. Frohe Ostern natürlich. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ja. Genau. Tschüss, haut rein.